Es tut mir leid, Paul, aber das Erste, was mir eingefallen ist, war HSV. das tut mir leid. Aber von der Englandzeit habe ich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Die Rede ist von ihm, Paul Scharner. Ein Mann mit Ecken und Kanten. Das musste auch der HSV erfahren. Von 2012 bis 2013 sorgte der heute 35-Jährige in Hamburg für jede Menge Unruhe. Nur 4 bestrittene Spiele, Rauswurf aus der Profimannschaft, heftige Streitigkeiten und Vertragsauflösung. Heute arbeitet er für österreichische Medien und beleuchtet als ehemaliger Premier League-Profi, wo er über 7 Jahre für Wigan und West Bromwich spielte, die dortige Liga. Im Interview erklärt er den Hype um Jürgen Klopp. Speziell die Medienpräsenz. Es ist ja alles restricted vom Verein, dass eben nicht zu viel nach außen dringt, dass man nicht zu viel in den Medien ist und so Sachen. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt einen englischen Manager vergleiche, der schaut natürlich, dass er nicht allzu viel sagt und wenn, dann immer nur das Gleiche und fertig aus und aus, basta, das war's mit der Pressekonferenz. Und ich glaube, das kommt einfach gut an. Das fehlt ja in England mittlerweile. Ne? Also der Klopp kommt ja deswegen so viel an, weil er eben der Normal One ist und eben mal wieder Leidenschaft reinbringt und einmal mit der Geschichte sich identifiziert, mit Liverpool identifiziert. Und das fehlt in England größtenteils. Auch wenn mit Klopp ein frischer Wind weht, die Leistungen und auch die Ergebnisse entsprechen noch nicht den Vorstellungen. Scharner hat eine einfache Begründung. Ja, wie eben auch der Jürgen gesagt hat, er braucht die Vorbereitung. Das ist, glaube ich, eins von seinen wichtigsten Teilen im ganzen Projekt Klopp, das ist die Preseason. Und solange er die nicht hat, ist es eben auch schwierig, sein System, sein Denken, seine Philosophie in die Mannschaft zu bringen. Eine Philosophie haben Claudio Ranieri und die Überflieger von Leicester City, die inzwischen auch von den Topclubs als Titelanwärter wahrgenommen werden. Ja, mich freut's. Also wenn solche Clubs, die eben not the high profile sind, sage ich mal, vorne mitspielen, weil es einfach möglich ist. Ich hätte mir das mit Wigan auch gewünscht und auch mit West Bromwich, aber da war das Denken nicht drinnen. Das heißt, als kleiner Club ergibt man sich manchmal einfach der Situation, man ist ein kleiner Club, man hat zu wenig Geld und man kann dann nicht mitspielen. Und mir gefällt es irrsinnig gut, dass Leicester das jetzt einmal widerlegt. Und es hilft natürlich auch, sage ich einmal, dass die Top-Teams eben auch nicht konstant gut spielen. Also Manchester United, Manchester City, Chelsea, ja, die sind ferner liefen, ganz ehrlich gesagt. Unter anderem Manchester City wagt deshalb ab der kommenden Saison einen Neuanfang mit Pep Guardiola, der seinen Schatten bereits vorauswirft. Täglich neue Gerüchte um mögliche Star-Einkäufe. Einer davon soll David Alaba vom FC Bayern München sein. Also wenn ich ihm einen Tipp geben kann, dann ist, ich würde schon auch auf die History schauen im Prinzip. Ne? Und Manchester City, man ist jetzt nicht der Überretortenclub wie Leipzig oder so oder Hoffenheim, sondern hat natürlich auch Tradition, aber nicht die Tradition wie zum Beispiel hier im Hintergrund Liverpool oder Manchester United. Und da muss man sich schon als Spieler überlegen, fokussiere ich mich nur aufs Geld oder auch auf die Geschichte und auch auf die Zukunft, was ich dann eben repräsentiere als Spieler, der bei Großclubs und bei historischen Clubs gespielt hat. Einer, der sich mit Geschichte auseinandersetzt, ist Jürgen Klopp. Und am liebsten würde er mit Liverpool die Geschichte auch neu schreiben.